So, willkommen zurück. Da sind wir stehen geblieben und jetzt gehen wir weiter. Warnstreikkräfte greifen die Station an. Ah, verflucht, ist das für Tussi? Ja, super. Die macht unsere Schiffe putt. Wieder diese Colonel Tussi. Wir schreiten zu dem Plan, verpasst den weiten Kopfschuss. Hallo, Jack. Oh, Fotos. Was ist das für ein Typ? Wow, der ist geil. Den will ich auch haben. Geil. Boah, der ist geil. Na toll, sie hat die Schiffe zerstört. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. Was war denn das für ein freakiges Alien? Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten, also. Das ist geil. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Das ist gut. Ich denke, sie kann uns mit dem Gehirn töten. Mit ihren Gedanken. Muss ich sie daran erinnern, dass sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts? Wenn sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich sie persönlich... Die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht mehr verteidigen. Was? Ja, ich hab sie Arschloch genannt, weil ich dachte, sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Er ist wenigstens ehrlich. Arschloch, was? Da ist Elvis. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeug hier oben. Felsbrocken, ach so, okay. Ah, das kriegt man gar nicht platt hier. Ich komme! Muss man da hinten rum irgendwie? Was geht da hinten hoch? Und? Wo sind sie? Hä? Hopp. Hallo! Nein! Wow, Schild am Arsch. Tot? Jawohl, jetzt. Ihr Arschgesichter! Oh. Weg da! Nein! Arschgesichter. Komm her, warte. Jetzt. Nein. Aber ich muss aufpassen. Jawohl. Klappt doch einwandfrei. Es wird natürlich als erstes das komplette Let's Play kommen, also sprich die ganze Story durch. Und dann werden wir uns auf die Glitches und auf ja, Tipps und Tricks konzentrieren. Schauen wir mal. Okay, ich habe eine verrückte Idee. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach. Jawohl. Was ist diese Moonshot-Kanone, von der du gesprochen hast? Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen an der Container und machen die Fliege. Klingt ziemlich cool. Werden wir sterben? Weiß nicht. Wir haben eine coole Art zu sterben. Sie sind bei der Moonshot-Kanone. Los! So ein Arsch. Sterben wir? Vielleicht. Achso. Da oben ist er. Warte. Dann hol ich mir. Jawohl. Das klappt doch. Da unten. Habe ich eine Granate? Ne, ich habe nur keine Granaten. Scheiße. Nein. Komm her, du Mensch. Ohne gute Knarren ist das hier alles scheiße. Aber kriegt man schon irgendwie hin. Ich hatte Vermutung. Geld, Rache.
Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Was hat der da für einen Scheiß? Egal. So, was muss man tun? Immer im Handsome Check hinterher. Ah, okay. Hoppla hopp. So. Oh ne, oder? Oh, unser erster Zwischengegner. Kill this guy. Sieht assi aus, oder? Das kleine Männle da drin sitzt. Scheiße, warte, komm. Immer auf die... Auf der Kopf. Ah. Jetzt gleich hammern. Komm doch. Jetzt gleich... Nein. Hey. Da wollte mich anrammeln. Jawohl. Du hast einen Skillpunkt verdient. Dann tun wir gleich verwenden und ein Echo-Gerät. Erst rechnen, dann rechnen. Showdown, automatisch zielen, Waffen, Heuerrate. Schadensbonus, aha, alles klar. Mit L2, ja, das kennen wir ja alle schon. Jawohl. Du hast einen Badass-Rang verdient. Ja, okay. Einer. Leckarsch. Feuerrate. Schildkapazität. So, bei 200. Leckarsch. Komm, den kriegt man auch gleich. Komm. Gleich hämmern. Hoppa. Nein, nein, shit. So, jetzt geht's los. Hä? Ist ja nichts mehr. Jetzt. Super. Freunde, wer knallt mir hier? Den Arsch, in den Arsch. Jawohl. Level 3 schon. Super. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, was im Moment das maximale Level ist. 50 oder 61 oder 72. Schreibt's unten mal rein. Würd mich mal interessieren. Komplimente. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Maximallevel gerade bei 72, glaub. Bin mir aber nicht sicher. Ja, wenn der was bastelt, das gibt meistens nichts rechts. Lass mal sehen. Ist das hier? Okay, steig in den Mundschutzzylinder und fahr nach oben. Dass ich rein. Okay. Wie der das sagt. Ja, das kriegt man schon hin irgendwie. So, bin jetzt drin. Und nu? Festhalten, ich dreh den Zylinder. Uiuiui. Schau wie im Europa-Park hier. Ah, oben angekommen. Gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Was muss ich machen? Lift freigeben. Okay, warte. Achso, dass der hochkommt. Okay, alles klar, hab's kapiert. Der Segel da, okay. Was will der machen? Der ist total eingequetscht. Macht nichts. Wir finden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Oh, diese Loader nerven. Ein Wunder, dass Dalon so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Badasses. Ich bin doch kein Badass. Ich bin erst Level 3. Poplicher Level 3er. Der
da aktivieren, oder wie? Scheiße. Wo? Da oben wieder. Jawohl. Das gibt extra Schadensbonus. Das ist schon geil. Und das voll aufgelevelt ist, ich glaube, nicht schlecht. Die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Okay, ja, ich mach das schon. Mich würde ja interessieren, ob der Rucksack-Glitch noch funktioniert. Normalerweise schon. Auf die gleiche Art und Weise. Müsste ich später mal testen. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis. Munition kaufen, ne? Wenn aber. Oh, mehr wenig Kohle, scheiße. Du stirbst wahrscheinlich. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Okay. Oh, gut, ein Mega-Automat. Ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Okay, also was muss ich jetzt machen? Ich muss hier jetzt irgendwas aktivieren. Wenn der mal fertig ist mit Reden. Ich hab doch schon gekauft. Los. Ja, aber ich krieg Kohle. Wo muss ich jetzt hin? Was muss ich jetzt machen? Der Container hier dürfte es tun. Achso, schnell weg. Hup. Aha. Elegant. Hup. Was war das jetzt? Ist doch schwule Scheiße hier. Oh geil, ich wollte da gerade reinspringen. Ach so, ich glaube, die Klappe hat mich voll verwischt, oder? Könnte das sein? Die Türklappe hier. Ich wollte da reinspringen durch die Scheibe, aber voll. Okay, alles klar, voll für den Arsch. Du sagst also Jack, hands up Jack. Der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Dass Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Concordia, das wird wahrscheinlich so eine Art Sanctuary sein, denke ich mal. Rotnis der Stille. Okay. Komm, knall ab das Ding. Oh oh. Da ist er! Feuer eröffnen! Ah, Mist. Und ab damit. Super. Okay, also wir sind erstmal in Sicherheit, aber wo wir jetzt landen, das ist jetzt die Frage. Hallo, lecker Mädchen. Geh ruhig nach uns gucken. Hallo? 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 Hallo, ich dachte, du bist die Ersatzteillieferung. Nein. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und du erstickst. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn der Druckunterschied zu heftig wird. Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Nicht antworten. Spar dir die Luft. Okay. Alles gut, dann testen wir das mal aus, hä? Alles klar. Jenny Springs. Hier,
Ich komm. Boah, kann cool hopsen. Gut, das haben sie schon gesagt. Viel höher, viel weiter und voll geil. Und es zieht. Zieht Leben ab. Die Karte aufzurufen. Ja. Alles klar. Kennen wir ja alles schon. Jumping Jack Flash. Schon geil. So, und jetzt? Was ist das hier? Ich brauch Hier, ich dreh diesen Luftkuppelgenerator an, dann kannst du atmen. Eine Luftkuppel. Cool. Geil, okay, weiter geht's. Da oben ist sie. Ich krieg keine Luft. Gleich ist es geschafft. Wäre peinlich, jetzt noch zu sterben. Hüppala. Hüpp. Peinlich, jetzt zu sterben? Mein Gott, egal. Was ist das? Nichts. Doch da, hier, guck mal. Ist das ein Abzeichen? Ich brauch Sauerstoff. Ja, warte. Okay, ich komm. Ja, und wohin? Alles okay? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janie's Ach so. Schrotthändlerin und Nische. Ah, alles klar. Die gesetzlose Banditenkillerin? Hab von dir gehört. Und was machst du hier? Wir müssen wieder zu dem großen Haar am Himmel. Aber auf diesem Mond gibt's irgendwo ein Störsignal. Das müssen wir erst ausknipsen, sonst fliegen wir gleich wieder raus. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Byriff. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oz-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oz-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Jawohl. Welche Koordinaten? Da hinten. Karte. CO2. Ne, da hinten hin. Okay. Schaffen wir schon. Ich glaube, das sind da... Okay, Sauerstoffquelle. Alles klar. Okay, jetzt machen wir hier mal einen Cut. Und dann sieht man sich morgen wieder. Ciao.